Zukunft Erdgas ruft den CO2-Tag aus, um zu verdeutlichen, dass das CO2-Budget von Deutschland dem Ende entgegengeht. Am 28. März ist tatsächlich alles CO2, was wir eigentlich verbrauchen dürften, nach dem Pariser Klimaschutzabkommen bereits verbraucht. Wenn wir das 2-Grad-Ziel ernst nehmen wollen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass es darum geht, jedes Gramm CO2, was in der Atmosphäre entweichen kann, tatsächlich auch einzusparen und jede heute greifbare Maßnahme auch zu ergreifen. Der CO2-Tag soll ein Weckruf sein. Wir wollen deutlich machen, dass uns beim Thema Klimaschutz die Zeit davonläuft. Das Budget ist endlich, um das 2-Grad-Ziel bis 2050 zu erreichen. Jedes Gramm, was wir einsparen können, zählt.